Adventliche Grüße, ich bin Matthias Magdowski von der Otto von Guericke Universität in Magdeburg und hier sind meine drei Tipps für erfolgreiche synchrone Videokonferenzformate mit vielen Lernenden. Tipp Nummer 1, möglichst niemals länger als 5 Minuten monologisieren, einfach weil es für beide Seiten, für die Lehrperson und für die Lernenden super langweilig ist. Klar gibt es auch mal Sachen, die man ein bisschen länger und detaillierter erklären muss, aber dann zeichnet man die am besten als ein extra Video auf, das man asynchron zur Verfügung stellt. Dann kann man das als Lehrperson dann aufzeichnen, wann es einem selbst besonders gut passt. Die Lernenden können sich es dann anschauen, wenn es ihnen besonders gut passt, wenn sie es für relevant halten. Sie können es sich in halber Geschwindigkeit anschauen, in doppelter Geschwindigkeit anschauen. Sie können vorspulen, zurückspulen, sie können es sich dreimal anschauen. Und das ermöglicht einfach einen viel, viel, viel individuelleren Lernprozess, als wenn man das synchron allen genau einmal mit genau der gleichen Geschwindigkeit erklärt. Damit kommen wir zu Tipp Nummer 2 und der heißt, möglichst viel Interaktionen einbauen. Seien es Icebreaker-Fragen, wie geht es dir heute, was hast du letzte Woche, wobei hast du letzte Woche besonders gut gelernt, wobei hast du letzte Woche besonders schlecht gelernt. Seien es Quizze, an denen man erkennt, was wurde gut verstanden oder was wurde nicht so gut verstanden? Wo lohnt es sich, noch mal ein bisschen nachzuhaken und noch mal ein bisschen detaillierter zu erklären? Den Lernenden auf jeden Fall erlauben, sich in einem Chat auszutauschen, zum Beispiel per Kommentieren-Funktion Sachen auf dem Bildschirm zu markieren, die Fragen hervorgerufen haben oder die unklar sind oder allgemeine Aufgaben, bei denen gemeinsam auf dem Whiteboard gezeichnet werden kann. Die sind immer super gut, um ein Gemeinschaftsgefühl und eine Interaktion zu schaffen und dann stört auch diese schwarze Wand von Zoom-Kacheln überhaupt gar nicht mehr. Im Sinne vom alten Internetmotto on the Internet, no one knows you are a dog, ist es immer gut, das für die Lernenden so einzurichten, dass es für sie anonym ist oder zumindest irgendwie so pseudonym unter einem Nickname möglich. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3 und der heißt, dass man gemeinsam mit den Lernenden als Lehrperson ab und zu mal reflektiert, was gut funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert, wo es noch Verbesserungsvorschläge und Ideen gibt. Eine so eine Sache, die zum Beispiel bei mir letztens passiert ist, bei mir im Online-Plenum gibt es immer eine Übungsaufgabe, die in kleinen Gruppen in Breakout-Räumen bearbeitet soll. Und mir ist aufgefallen, dass immer, wenn ich diese Aufgabe anmoderiere, plötzlich 5 bis 10 Studierende auf einmal das Meeting verlassen. Und da habe ich mal so ein bisschen nachgefragt, woran das liegt. Sind die Aufgaben irgendwie zu einfach, zu schwer, nicht relevant, funktioniert es in Breakout-Räumen technisch nicht? Und es stellte sich heraus, nein, die Aufgaben sind schon super und das mit den Breakout-Räumen funktioniert auch toll, aber die Studierenden mögen einfach die von mir zufällig zusammengewürfelten Gruppen nicht, sondern sie möchten einfach in ihrer etablierten Lerngruppe die Aufgabe bearbeiten und deswegen verlassen sie das zentrale Meeting, um sich in der Videokonferenzplattform ihrer Wahl wieder mit ihrer Lerngruppe zusammenzuschalten. Und eine Lösung dafür, die ich jetzt anwende, ist zum Beispiel, den Studierenden zu erlauben, sich selbst in Breakout-Räume einzuwählen, was für alle eine super gute Lösung ist. In diesem Sinne wünsche ich allen noch viele erfolgreiche Videokonferenzformate und eine schöne Weihnachtszeit.